Ja, hi erstmal. Ich wollte nur mal so kurz was dazwischen sagen. Oder davor sagen, je nachdem. Ihr habt ja gemerkt, letzten Folgen waren ziemlich katastrophal. Von der Qualität des Mikros her. Dieses ist mittlerweile, wie man hoffentlich jetzt gerade auch hört, gefixt. Haltet bitte noch ein paar Folgen durch und dann können wir wieder ordentliche Folgen da rausbringen. Ich wollte es halt noch nicht wegschmeißen, weil ich dachte mir so, boah, ich habe da so viel geschafft und dann wird halt so ein großes Teil fehlen. Wäre halt auch Kacke. Und zur Not einfach muten und nur das Gameplay angucken, das würde auch reichen. War halt wirklich nicht so schön. Aber einfach so neu machen ist halt auch nicht, das geht ja nicht. Nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Dementsprechend noch viel, 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 viel Spaß mit der Folge. I'm sorry und so, ihr kennt mich ja. Und dann bis, ja, bald. Hoffentlich. Wird schon schief gehen, auf jeden Fall. Samenladen. Dieses Buch, das ist es. Unter uns leben, ja genau. Toll, dass du es gefunden hast. Super, ich werde es abends lesen, während ich etwas Seegraswein trinke. Ja, gerne. Gerne, gerne. Es ist nicht für dich ein Geschenk, aber bitte nimm das mit. Es ist ein Samen? Was ist das? Es ist ein geschmacksintensiver Seegrassamen, der in unserem Dorf angebaut wird. Oh, es könnte ein bisschen schwierig sein, den hier auf der Farm anzubauen. Menschliche Einrichtung. Naja. Besuch es beim Dorffarmer Gummo. Wenn du Glück hast, kann Gummo dir vielleicht beim Anbau von Seegras helfen. Oh, cool. Jetzt wird es langsam spannend, ne? Langsam wird es doch hier unten spannend. Ah, direkt mal hin. Die angeklebte Statue. Ja, wo ist er denn hier? Hier. Ja, fragst du mich, ob ich Seegras ernten kann? Nun, man kann es auf der Seegrasfarm hinter mir ernten. Aber ich will es für einen Menschen, ich will es nicht für einen Menschen tun. Was für ein unfreundlicher Seevolk-Angehöriger. Soll ich einfach gehen? Nein, Seegras Rick von hier wäre besser zu kochen. Ich werde mein Bestes geben müssen, um ihn zu überzeugen. Das ist ein Samen, den Katze mir gegeben hat. Kannst du mir bitte helfen? Katzen hat ihn einem Menschen gegeben? Das ist seltsam. Ich bin mir nicht sicher, was ein Mensch mit dem Seegras machen kann. Aber ich werde darüber nachdenken, wenn er was zubereiten kann, so was Außergewöhnliches. Bring mir ein Gericht aus Seegras. Sieht aus, wenn ich Banjo bitten müsste. Gar kein Thema. Das kriegen wir hin. Das soll unser kleinstes Problem sein. Heiß Spiegel, ab nach Hause mit Banjo reden und dann, ja, ich würde sagen, schwimmen wieder, ne? Lang genug hier aufgehalten. Ganzer Kram hier. Katastrophe. Ah, wieder sehr viel vergessen. Gestern auch schon bei dem Test halt durchgehend. So. Aber erstmal zum Banjo jetzt. Sushi. Die Zwillinge kommen aus unserem Becken. So. Banjo. Kochen mit Seegras. Ein einfaches Gericht mit Seegras hinterlässt keinen besonderen Eindruck. Das haben sie wahrscheinlich selbst im Dorf des Seevolks
Bring mir erst etwas Seegras, weißen Reis und Seeigel. Breite ihn in eine harmonische Mischung aus Zutaten des Landes und des Meeres zu. Weißer Reis, Seeigel und Seegras. Ich muss versuchen, das zu sammeln. Hab ich das halt echt nicht? Ja gut. Dann ist es so. Jetzt braucht Momo kein Futter mehr, sondern seine Kinder. Okay. Interessant. Gut zu wissen. Dann weiß ich ja, was ich jetzt füttern darf. Täglich. So. Smartphone. Tulu, der Seegras-Sammler. Das müsste irgendwo unten sein. Ich werde jetzt mal einen Zeitsprung machen. Ja. Und heute Abend halt nichts verkaufen. Oder halt nicht mehr so viel. So, wir müssen uns bei Nacht raus. Was haben wir hier? Ach, die Segel, okay. Okay, die Zutaten für Banjo habe ich alle. Das ging recht fix. Mir ging es ja darum, jetzt nach dem Hai zu gucken und nach der Beleuchtung für den Manta. Eine Würfelqualle, ja. Ein bisschen bei Nacht was erleben hier. Müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein. Gibt ja viel, viel mehr Fische, die uns ankragen wollen. Ah, die Beleuchtung. So. Ich zieh den Generator an. Cool gemacht. Sehr geil. Sehr gut, bei Beleuchtung sieht es viel besser aus. Ich sollte Plankton anlocken, indem ich die Köderkapsel in der Mitte fallen lasse. Okay. Und die kriege ich jetzt. Ah, hier. Ja. Oh, ich sehe glühende Würmer. Die Atmosphäre ist unglaublich. Ah, die Mantarochen werden nicht kommen, wenn ich hier bleibe. Ich sollte mich hinter dem Felsenhaufen dort drüben verstecken, bis einer auftaucht.
Wow. Oh, das ist wirklich immer ein Mantarochen. Ich muss Abstand halten, um ihn nicht zu vertreiben. Mantarochen ist da drin. Mantarochen, wenn er beleuchtet ist. Kamerafokus nicht. Ah, nö. Besser? Jawohl. Perfekt, das ist fantastisch. Jetzt muss ich hoch und mit Udo reden. Geil. Weg ist er. Auch fertig, nice. So, jetzt waren die, hat sie irgendwas mit Wirbeln gesagt gehabt. Es geht darum, dass der große Weiße von irgendeiner alten. Also, dass der große Weiße mit irgendwie von einer alten den Mann gekillt hat vor 30 Jahren oder so. Jetzt, und alle Spuren führen sich halt hierher. Und ja. Das sollte der Wirbel sein. Lass mal gucken. Ja. Let's go. Oh, ich wusste, dass er hier sein würde. Ich muss ganz schnell die alte Dame rufen. Wo ist das Funkgerät? Ah, ich habe mich nach ihrer Nummer gefragt. Wie brutal aus. Sie ist so lab und bevor er. Hey Bruce. Ja, ich habe ihn glaube ich gefunden. Great White Shark Klaus. Ach ja, Klaus, nicht Bruce. Ach, er ist aufgewacht. Oh, wir müssen Zeit kommen, bis der Alte zurückkommt. Uff. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Jetzt sieht er übel durch. Aua. Hier bin ich, glaube ich. Oder nicht? Ich habe ein bisschen Luft gebrochen.
Ja. Er darf mich quasi gar nicht treffen, ne? Kacke. Das muss halt schaffbar sein. Das ist natürlich kacke, jetzt kann er mich gleich fressen. Ja, wie soll ich denn den jetzt schon besiegen? Ich glaube, das ist ja noch gar nicht wirklich möglich für mich. Und mit so wenig Luft. Ja, dann wieder fressen. Wann soll ich denn an dieses rankommen? Das ist, ja. Wie soll das gehen? So. Ja, das ist doch... Boah, das ist ja... Weiß nicht, wie ich das machen soll.
Aber die Munition hat er freigelegt zum Teil, oder? Jetzt beschwert sich, da kann ich halt nichts machen. Ich wollte gerade diese scheiß Luft mitnehmen. Mann. Langsam, ne? Okay, 8 Treffer habe ich schon. Das ist doch auch normal. Der Luft. Das geht nicht. Ich hab gar nicht. Also sobald er dann diesen Scheiß hat, hittet er dich. Ich versteh's nicht. Okay, wenn er diese Wirbelschirm macht, bringt das nichts. Gut zu wissen. Guck mal, ich komme gar nicht dran. Das ist halt so dumm, dass er so eine riesige Hitbox hat. Da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich nicht. Das nervt übel. Kannst dem gar nicht ausweichen in dem Moment da. Oh. Ja, hier, schau dir mal Drachen an und freu dich. Boah, nervt mich das. Ohne Witz. Wie soll das denn gehen? Fischen. Ja, dann
riesigen blauen Loch erscheinen manchmal seltsame Kreaturen, die werden Fischmauern genannt und sind alles andere leicht zu fangen. Eine Information vom Journalisten Udo, der samstags vorbeikommt. Ja gut. Fischtracker. Und sowas kannst du den Fischtracker unter Wasser mit nutzen, um das Gerät die ganze Zeit zu platzen aus dem Fischfarm. Ah, okay. Ah. Interessant. Ja gut. Das macht die Sache schon ein bisschen besser, aber es nervt halt trotzdem so. Ja, bei dem Hai hattest du... Ich hab mich einfach so blöd angestellt, aber bei dem Hai hattest du halt keinerlei Chance aus der Hitbox rauszukommen. Sammy, ein berühmter Rapper. Ah, sagte der Mensch nicht, dass er hier jemanden gesehen hat, wie der wie Auto aussieht? Hey Chef, kann ich was fragen? Willkommen bei Banzo Sushi. Wer kauft hier zufällig Gemüsesushi? Gemüsesushi? Das steht nicht auf unserer Speisekarte. Norimaki Sushi kommt dem aber am nächsten. Nicht Norimaki, ich möchte Sushi aus frischem Gemüse. Okay, kein Problem, schönen Tag noch. Ah. Warte, diese Musik, das ist Hot Pepper Tuna, der Titelsong meines ersten Albums. Davon muss ich faszinieren mich. Ich nehme an, du bist MC Sammy. Hey, du erkennst mich. Wie chillig, einer meiner Fans hier zu sehen. Gott. Oh Gott. Kannst du mir dann vielleicht Gemüse-Sushi machen? Und zwar Gemüse, aber so Gemüse-Sushi ist nicht so einfach. Gib mir 3 Tage und ich werde dir richtiges Gemüse-Sushi servieren. Läuft. Ich komme in 3 Tagen zurück, kannst kaum erwarten. Oh Gott. Anjo, hast du irgendwelche gute Ideen? Nö. Was hast du denn vor? Otto weiß mehr über Gemüse als ich. Ich wollte ihn fragen. Ah, das macht Sinn. Ich rufe ihn mal an. Hey Dave, was gibt's? Oh, ein anderer Kunde hat uns gebeten, Gemüse-Sushi zu machen. Und wir müssen Zutaten dafür besorgen. Huch, Gemüse-Sushi? Das ist eines meiner Lieblingsgerichte. Ah, dieser Kunde weiß, was abgeht. Gib mir was Zeit, ich werde hier noch durcharbeiten müssen. Ich rufe dich morgen früh an. Genial, ich komme dann morgen mit dir vorbei. Ja gut. Banjo. Du hast die Zutaten mitgebracht. Dann fange ich an, den Seeigel-Seegras-Reis zuzubereiten. Hier, das sollte dem Seevolk schmecken. Danke dir, Banjo. Ich werde es dem Seevolk schon mal bringen. Aber nicht jetzt. Gut, dann ist es Abend, es ist Nacht. Wir haben eh nicht mehr die ganze Zeit, soweit ich weiß. Forschen ist nichts. Menü. Also wir werden heute ein bisschen anderes Zeug verkaufen. Heute ist ja nicht, noch nicht, Event Day. So. Was wir letztes Mal auch gemacht hatten, was ihr jetzt nicht gesehen habt, hab so ein bisschen die ganzen Gerichte abgegradet. Ich habe ein bisschen die Köche und Servierer-Typen da geupgradet. Also haben wir mal so ein bisschen mehr Ertrag auch. Ist nicht viel, wenn das jemand so sieht, weil meine Zutaten natürlich auch ziemlich im Einwärts sind langsam. Aber wir haben was da. Und ich brauche mich ja nicht nur darum kümmern, dass das Ding hier fertig ist. Grünzeug. Den Rest machen eigentlich die anderen beiden. Wie man sieht, das geht. Und ich kriege richtig viel Trinkgeld. Und ich gucke, dass das Wasabi fertig ist. Und jetzt machen.
Auch eigentlich nur zugucken. Sehr geil. Ich meine, nehme ich. Nehme ich. Die Likes bringen mir halt wenig. Ich brauche mehr. Ich brauche besser Geschmack.